Hallo und herzlich willkommen bei Lebenskunst, bewusstes, autarkes und freies Leben. In diesem Video geht es heute um die Frage, wie kann ich meine Realität nachhaltig verändern? Das ist eine der meistgestelltesten Fragen, die ich in den letzten 2 Jahren bekommen habe. Was damit konkret gemeint ist, lässt sich darunter zusammenfassen, dass immer wieder die Frage aufkommt, ich habe ganz viele verschiedene Themen. Und mir sind diese Themen bewusst. Das heißt, ich erkenne, dass ich auf etwas reagiere, auf was ich im Normalfall nicht reagieren sollte, beziehungsweise ich stelle fest, dass andere Menschen darauf nicht reagieren, sodass es mein ganz persönliches Thema ist. Dass das bereits erkannt wurde, ist schon mal ganz wichtig. Denn ohne dass ich diese Themen ins Bewusstsein hole, kann ich daran natürlich nichts verändern. Sonst ist es mir ja unbewusst. Ich lebe, ohne dass ich das weiß. Hierbei ist natürlich wichtig auch, dass das für mich selbst ein Problem darstellen muss. Denn stellt es für mich kein Problem dar, ist da zwar vielleicht ein Thema im Hintergrund, es beeinflusst mich aber nicht. Es beeinflusst mich erst dann, wenn ich merke, dass es daraus Auswirkungen, Konsequenzen gibt. In den meisten Fällen sind es negative Konsequenzen, die ich so in meinem Leben nicht mehr haben möchte. Demnach ist der Erkenntnisprozess in Anbetracht der Themen das Erste, was stattfindet. Doch dann kommen ganz viele Menschen einfach nicht mehr weiter. Sie wissen nicht, was sie nun mit dieser Erkenntnis anfangen sollen. Sie befinden sich immer noch in exakt der gleichen Perspektive und demnach in der exakt gleichen Realität. Deshalb möchte ich dir in diesem Video Stück für Stück erklären, was dir die Erkenntnis bringt. Denn die Erkenntnis alleine bringt dir gar nichts. Und ob das, was ich dir erkläre, dir etwas bringt, das liegt letzten Endes an dir. Denn ich werde dir jetzt in diesem Video lediglich aufzeigen, was du wie erkennen darfst über die grundsätzliche Erkenntnis hinaus und was du damit machen darfst, sollst oder kannst oder auch eben nicht. Weil die Dinge, die geschehen, geschehen natürlich nicht aus dem Zufall, sondern immer nur als Erinnerung, als Hinweis darauf, was dich bewegt, sowohl bewusst als auch unterbewusst. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Thema habe, das ich in vielen verschiedenen Situationen immer wieder sehr übergriffig reagiere, sehr aggressiv reagiere. Ich merke, dass ich immer wieder wütend bin. Dann ist das schon mal, wie bereits gesagt, die wichtigste Erkenntnis. Denn mein Verhalten, meine Art und Weise, wie ich meine Realität sehe, wird bewusster. Ich weiß nun, dass ich in Situationen so und so und so reagiere. Was ich jetzt damit mache, hängt davon ab, womit ich wirklich ein Problem habe. Und das ist wiederum ein ganz entscheidender Punkt. Denn nicht jeder Mensch hat erstens damit ein Problem und zweitens ist es natürlich davon abhängig, auf welches Problem es sich bezieht. Was stört mich an der Situation? Hier gebe ich jetzt mal 2 bis 3 unterschiedliche Beispiele. Erstens, es kann mich stören, dass ich grundsätzlich wütend bin, dass ich aggressiv bin, entweder in mir oder im Außen, weil ich bemerke, dass ich mir dadurch meinen Tag selbst versaue. Hierbei steht natürlich im Hintergrund die entsprechende Devise, ich möchte nicht, dass ich einen schlechten Tag erlebe. Ich möchte, dass immer nur etwas Schönes passiert. Übertrieben formuliert natürlich. Das kann auch nicht in dem Extremen formuliert sein,
Aber dennoch befindet sich genau das im Hintergrund. Das wiederum hat natürlich auch einen Hintergrund, ein Warum. Hierbei ist die Vorstellung da, dass immer alles zumindest gut sein muss. Dahinter steht wiederum eine Vorstellung, eine Definition von gut und schlecht. Das heißt, man könnte auch sagen, von Freude und Leid. Solange ich in der Freude bin, ist alles gut. Solange ich wütend und aggressiv bin, das zwar merke, aber die Freude überwiegend ist, das heißt auch eben nicht das beeinflusst, was ich sehe und erlebe, interessiert es mich gar nicht, ob ich wütend oder aggressiv bin. Deshalb ist es ja bereits die Voraussetzung dafür, dass ich damit ein Problem entwickle, dass es mich stört, dass ich eben nicht mehr gut drauf bin, dass ich eben nicht mehr nur das Schöne erlebe. Aber ob Leid oder Freude, das ist vollkommen egal, weil ja ich für mich definiere, was Leid und Freude ist. Ich mache ja aus der Situation das Problem. Eine zweite Möglichkeit, eine zweite Variante, was das Problem beinhaltet, beziehungsweise was mich stört, ist, dass mich andere Menschen darauf ansprechen. Nun ist es so, dass wenn ich hierbei das Hauptaugenmerk auf die Menschen in meinem Umfeld lege, ich gefallen möchte, ich gesehen werden möchte, ich gut genug sein möchte für alle anderen, natürlich nur für alle anderen, nicht für mich selbst, dann habe ich damit ein Problem. Weil ich feststelle, dass sich alle anderen Menschen, die damit nicht zurechtkommen, von mir abwenden. Und je mehr Menschen das sind, desto eher entwickle ich damit natürlich ein Problem, weil ich die Situation so für mich nicht haben möchte. Das heißt, das zweite Problem basiert letztlich gar nicht im Hintergrund auf mich selbst, sondern auf andere. Letzten Endes führt es aber in einem Kreislauf auf mich selbst zurück, weil ich möchte es ja nicht, weil ich es nicht ertragen kann, dass andere Menschen mich nicht mögen. Das wiederum hat auch den Hintergrund, wie ich es gerade schon bei dem ersten Beispiel erklärt habe, dass ich immer nur Schönes erleben möchte. Dass ich nur glücklich bin, wenn mir Schönes widerfährt oder zumindest Gutes. Dadurch, dass sich aber andere Menschen von mir abwenden und es für mich elementar wichtig ist, dass diese Menschen bei mir sind, mich erfüllen, mich ausmachen, mir Sicherheit geben, Geborgenheit, Liebe und Nähe, möchte ich das natürlich nicht. Das ist das, was am allerhäufigsten stattfindet. Denn oftmals ist es ganz einfach, dieses Thema auch für sich zu erkennen. Denn die Reaktion findet ja von anderen statt. Demnach erlebe ich das früher oder später quasi von alleine. Im ersten Beispiel ist es eher so, dass meist ein Hinweis von anderen Menschen das wiederum in mir in einer gewissen Klarheit darstellt und dann ich wirklich für mich das Problem habe, dass ich merke, dass ich mich einschränke. Ein drittes Problem könnte hierbei sein, dass es immer wiederkehrend in einem Zwiespalt sich zeigt, dass ich immer wieder zum Beispiel dann übergriffig bin, im Sinne dessen, dass diese Wut und die Aggression, die da ist, dafür genutzt wird, um sich selbst etwas Gutes zu tun. Das ist wiederum ein etwas schwierigeres Beispiel zum Erklären, kommt aber tatsächlich auch sehr häufig vor. Was ich damit meine, ist, dass wenn ich bemerke, dass ich in einer Situation bin, in der ich jemand anderem potenziell Schaden zufüge, dass es mir dadurch besser geht, weil ich auf der Augenhöhe quasi nicht mehr bin und mich über den anderen stelle. Da geht es wiederum um Macht und Kontrolle, was hierbei als Werkzeug dient, um mich selbst höher zu stellen, als ich bin, um mich besser zu fühlen.
Das kann entweder für mich ein Problem dann darstellen, dass ich bemerke, dass ich das tue und aus meinem moralischen Kontext heraus bemerke, dass ich das nicht machen sollte, weil mir das natürlich so auch von anderen Menschen vermittelt wird oder weil andere Menschen auf mich zukommen und mir wiederum das mitteilen, woraus dann die negative Konsequenz entstehen könnte, dass sie sich abwenden. Diese drei Beispiele sind sehr verwandt miteinander, sind sehr eng verknüpft miteinander, weil sich theoretisch und praktisch aus dem einen auch alle drei Beispiele entwickeln können. Weil es ja nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder ich habe ausschließlich für mich das Problem oder andere Menschen haben mit mir das Problem. Und in beiden Fällen führt es aber dazu, dass ich für mich erkenne, da stimmt etwas nicht. Weil andere Menschen, die ja zum Beispiel das mir gegenüber sagen oder mir gegenüber mitteilen, dieses Problem nicht haben. Sie haben zwar artverwandte Probleme, sonst würden sie gar nicht in Interaktion mit mir stehen, aber sie haben nicht genau das gleiche Problem. Sonst würden sie es ja für sich letzten Endes auch eher erkennen, dass sie sich selber gerade über jemanden aufregen, weil sie selbst in der Situation 1:1 drin sind. Hierbei geht es dann eher darum, dass vor allem der Macht- und Kontrollaspekt von Menschen gegenüber da einfach die Situation sich quasi zeigt oder auslöst, dass jemand das nicht für sich akzeptieren kann, dass man über die eigene Macht und Kontrolle drüber hinausgeht, dass man nicht so ist, wie sich derjenige das wiederum vorstellt. Das passiert aber grundsätzlich nur sowohl bei einem selber als auch bei anderen, wenn entsprechende Vorstellungen, Erwartungen und Grenzen da sind. Und das ist auch eine ganz entscheidende Thematik dabei. Denn diese Probleme, diese Themen, die da aufkommen können, die können nur aufkommen, weil davor eine entsprechende Grenze, Vorstellung oder Erwartung überhaupt erst da war. Das heißt, hier liegt der Ansatzpunkt innerhalb der Perspektive, das für sich sich nochmal anzuschauen bzw. zu verändern. Da kommen wir dann auch letztlich zu den 5 biologischen Naturgesetzen und aber auch zu dem, was viele Menschen für sich gar nicht kennen, nicht wahrnehmen, wegdrücken, nämlich der Ebene der Gefühle. Die 5 biologischen Naturgesetze funktionieren letztlich nur über Empfindungen, über Gefühle, weil ich etwas empfinden muss, damit etwas passiert. Und das wiederum wird dann oft nicht ausgeblendet, aber wird gar nicht erst wahrgenommen. Denn ich kann ja nur etwas ausblenden, wenn ich es auch bewusst wahrnehme. Und das ist der springende Punkt. Das heißt, wenn ich hierbei meine Perspektive verändern möchte, anders die Dinge sehen möchte und dadurch auch gar nicht mehr in dieser Realität stattfinden möchte, dann sollte das immer über die Gefühlsebene gehen. Was ich damit konkret meine, werde ich dir jetzt Stück für Stück erklären. Hierbei ist es so, dass egal welche drei Beispiele du nimmst, Wut und Aggression zusammengefasst nichts anderes sind als ein Gefühl, welches sich in einer bestimmten oder mehreren Situationen mit einer entsprechenden Emotion, mit einer Auswirkung der Gefühle verbunden hat. Und das ist das, was dann ein entsprechendes Reaktionsmuster erzeugt. Das ist auch das, was man in der germanischen Heilkunde als Konstellationen bezeichnet. Eine Konstellation bringt immer eine Verhaltensveränderung mit sich. Und diese Verhaltensveränderung ist immer ausnahmslos geknüpft an eine bzw. zwei Situationen. Das wiederum lässt natürlich den Schluss zu, hierbei zu schauen, welche Situationen dafür verantwortlich sind bzw. die dafür verantwortlich sind, dass genau dieses Gefühl, diese Emotion mit einer Situation verbunden überhaupt erst entstanden ist.
Und da sind wir bei der Aggression eben vor allem im Bereich der Identität und des Revierärgers. Und das ist dann natürlich auch auf die jeweilige Situation zurückzuschließen. Das heißt, jemand kann nur aggressiv nach außen reagieren, wenn es um ein Revierärger-Thema geht, oder aber nach innen, wenn es um die eigene Identität geht. Und auch hier stellt sich dann natürlich ganz zufälligerweise die Problemstellung dar. Denn wenn ich mich nach innen richte und für mich erkenne, dass das für mich ein Problem darstellt, weil meine Realität, weil mein Leben nicht so ist, wie ich mir das wünsche, dann ist das in der Thematik an sich immer mit der Identität verbunden. Und wenn ich das auf andere abwälze, wenn ich entsprechend die Aggression nach außen trage, ist das immer der Revierärger. Und hierbei gilt es dann erstmal herauszufinden, wann diese Themen überhaupt erst entstanden sind, um dann die Situationen, und das ist der wichtigste Punkt dieses Videos, bewusst jeden Tag in dieser Realität wahrzunehmen. Denn das ist der Schlüssel. Der Schlüssel besteht darin, dass jedes Mal, wenn du das erlebst, dir im Moment die Situation anschaust und nicht nur rein rational, dass du dir die Situation anschaust und sagst, jetzt ist das und das und das und das passiert und erzeugst daraus einen Folgeschluss, dass es ja logisch ist, dass dann dieses, jenes, sonstiges passiert. Denn dieser Folgeschluss, der entsteht ja aus deiner Perspektive. Wenn du das so jedes Mal machst, was viele Menschen als Selbstreflexion bezeichnen, kommst du nicht weiter. Du wirst genau an diesem Punkt immer stehen bleiben, weil du dir ja aus deiner Perspektive das Problem erklärst. Wenn du dir aber 100-mal aus deiner Perspektive das Problem erklärst, wirst du auch 100-mal zu einem ähnlichen oder gleichen Schluss kommen. Und beim 101. Mal wird die Reaktion immer noch die gleiche sein. Weil das Thema, verbunden mit dem entsprechenden Verhaltensmuster, ja nicht einfach geht. Das ist ja nach wie vor da, weil du ja nach wie vor in der gleichen Perspektive bist. Und das sorgt dann dafür, dass man sich von mir aus Monate, Jahre oder Jahrzehnte im Kreis dreht. Wenn ich aber genau diese Situation bewusst sehe in meinem Leben, weil diese auch immer wieder auftritt, dann kann ich hierbei das Gefühl rauslassen, das Gefühl überhaupt erstmal spüren. Das heißt, wenn ich in einer Situation bin, in der beispielsweise Revierärger potenziell da ist, wir müssen ja nicht immer nur von entsprechenden Situationen sprechen, die für einen Revierärger sorgen, sondern auch sorgen können. Denn es geht ja um das Potenzial dahinter. Es geht um die mögliche Situation, die sich aus unserer Perspektive ergeben kann. Und das geht natürlich jeden Tag, je nach Leben, je nach Realität, damit auch einher. Da muss es nur jemand sein, der sich an der Kasse aufregt über dich, über andere Menschen. Das ist ein potenzielles Revierärgerthema. Wenn nach deiner Definition das Revier auch aus anderen Menschen besteht, die für dich nicht fest definiert sind, weil du alle Menschen als grundsätzlich für dich mit dir interagieren siehst, dann hast du ein verdammtes Problem, wenn da jemand blöd angemacht wird, wenn da jemand in irgendeiner Art und Weise mental oder eben erstmal verbal angegriffen wird. Dann reagierst du. Du kannst gar nicht anders. Wenn du aber bemerkst, dass das jedes Mal der Fall ist und du jedes Mal dann eine riesengroße Show abziehst im Supermarkt, dann mag das vielleicht für dich ein großes Problem darstellen. Und hierbei hast du dann aber immer wiederkehrend die Möglichkeit, wenn du in der Schlange stehst und wenn solche eine Situation auftritt, was auftreten wird,
Weil es eben nichts anderes ist als ein Spiegel, den du von innen nach außen projizierst, dass du eine aufsteigende Wut bemerkst. Dass aus dieser Wut sehr viele Gedanken werden. Und dass daraus natürlich dann auch eine entsprechende aggressive, passiv oder aktive Handlung entsteht. Und das wiederum kannst du für dich nicht verbal äußern, nicht physisch äußern, sondern dem Gefühl den Raum geben, dich zu erfüllen. Und das ist wieder etwas, was man sehr schwer nur erklären kann, weil das in einem selbst stattfindet und Worte hierfür wenig bis gar nicht ausreichend sind. Was ich aber damit meine ist, lass dich von dem Gefühl überrollen. Lass das Gefühl raus im Sinne dessen, dass es aufsteigen darf. Wenn du das eben nicht tust, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du drückst es runter oder aber du hast völlig unbewusst eine unbewusste Reaktion daraus. Das heißt, du schreitest sofort ein, ohne dass du überhaupt das Gefühl dir erstmal anschaust, weil es eben unterbewusst stattfindet und die Handlung oder das, was daraus entsteht, für dich auch völlig unterbewusst und nicht reflektiert ist. Wenn du das aber bewusst siehst, dass das gerade eine Situation ist, die das in dir erzeugt, hast du die Möglichkeit, dich nur um dieses Gefühl zu kümmern, im Sinne dessen, dass du es rauslässt, dass du es hochkommen lässt und dass du es gehen lässt. Dass du merkst, dass du in der Lage bist, die Situation für dich zu verändern. Und das geht immer einher mit einem Perspektivwechsel. Das heißt, dir begegnen solche Situationen dann zwar trotz dessen immer wieder bis zu dem Punkt, wo du für dich die Perspektive gewechselt hast, weil dadurch das Reaktionsmuster dann nicht mehr da ist und du dich alleine schon aus der Frequenz heraus nicht mehr in diesem Umfeld befindest. Aber dafür benötigt es eben immer wiederkehrende Situationen, in denen du bewusst erkennst, was da gerade passiert, in dir, nicht im Außen. Ob da wiederum jemand angepöbelt wird oder irgendetwas anderes passiert, was dich in einen potenziellen Revierärger bringt, das spielt erstmal gar keine Rolle. Denn es geht ja darum, was du damit machst. Und wenn du damit etwas machst, wenn du die Situation dir bewusst anschaust und eben nicht unterbewusst reagierst, sondern dem ganzen Raum lässt, dann wirst du das völlig anders wahrnehmen, völlig anders sehen. Und du wirst dann bemerken, dass diese Situationen gar nicht mehr auftreten. Weil du sonst natürlich immer noch dadurch auch den Hinweis hast, dass du das Gefühl nicht zu 100% rauslässt, sondern nach wie vor immer wieder in dir trägst und versuchst, dieses Gefühl runterzudrücken oder völlig unbewusst in einer Handlung auszudrücken. In beiden Fällen wirst du keine Veränderung bemerken. Und dieses Beispiel oder wenn es jetzt um dieses Gefühl geht, das kannst du transferieren auf alles, was sich in deiner Realität dir zeigt. Egal, um was es geht. Denn egal, was es ist immer verbunden mit Vorstellungen, Erwartungen und Grenzen. Und damit verbunden immer ein entsprechendes Gefühl aufgrund einer vorangegangenen Situation, die sich damit in Verbindung gesetzt hat. Ob es jetzt ein Identitätskonflikt ist, ob es ein Revier-Ärger-Konflikt ist, ob es von mir aus ein Flüchtlingskonflikt ist, ob es ein Beißkonflikt ist, das spielt gar keine Rolle. Denn damit verbunden ist immer ein Gefühl. Und um dieses Gefühl geht es. Denn das ist es auch, was mit Loslassen gemeint ist. Es geht nicht darum, das Ganze mental loszulassen und sich immer wieder zu sagen, das macht mir nichts aus, mir geht's trotz dessen gut. Das ist Selbstmanipulation und diese funktioniert schlichtweg nicht. Und das kann jeder beobachten, der das mal für eine längere Zeit praktiziert hat. Denn allerspätestens dann, wenn eben diese Selbstmanipulation nicht mehr wirkt, habe ich exakt das gleiche Problem wieder. Deswegen sind das
Methoden oder Varianten, die vielleicht mal für Wochen, Monate, vielleicht auch mal für ein, zwei Jahre funktionieren. Langfristig passiert da aber gar nichts, weil einfach die Situation sich nicht verändert für dich aus deiner Perspektive, verändert sich deine Perspektive nicht, verändert sich deine Realität nicht. Und der Realitätswechsel ist das Einzige, was Veränderung für dich bzw. in dir bringt. Sonst wirst du immer wiederkehrend im gleichen Muster die gleichen Themen erleben. Und das ist die wirkliche Lösung, wie du aus dieser Realität für dich empfunden herauskommst. Und das im Detail ist natürlich im wahrsten Sinne des Wortes Arbeit. Aber diese Arbeit findet für dich statt. Diese Arbeit muss keine Arbeit sein. Sie wird nur zur Arbeit, wenn du nach dem klassischen Muster von Leid und Freude reagierst. Denn wenn es vollkommen in Ordnung ist, wenn es vollkommen normal ist, dass du leidest und es auch vollkommen in Ordnung ist und normal ist, wenn du Freude empfindest, dann gibt es dazwischen einen Raum, in dem du immer wieder bist, aber an dem du nicht festhältst. Somit auch nicht enttäuscht bist, dass das eine aufhört oder das andere anfängt, sondern es ergibt sich, wie es sich ergibt. Und auch daraus wirst du bewusst wahrnehmen können, warum das der Fall ist. Weil sich das nun mal so abspielt, weil du immer wieder zwischen unterschiedlichen Themen hin und her switcht, so lange, bis du dir diese Themen angeschaut hast, erkannt hast und das Gefühl damit aufgelöst hast, losgelassen hast. Sonst wird es immer wieder so stattfinden. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ob du mit dieser Beschreibung, mit dieser Erklärung etwas für dich persönlich anfangen kannst. Oder sagst du, ja, kann ich zwar. Ich habe das auch schon vehement praktiziert, jedoch ist für mich immer noch alles gleich. Vielleicht hast du aber auch bei dir in der Hinsicht an einem Punkt erkannt, dass du es eben nur bis zu einem gewissen Punkt zulässt und dann zumachst. Wenn du zu diesem Thema etwas beizutragen hast, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du mir einmal einen Kommentar in der Kommentarsektion unter dem Video hinterlässt. Sollte dir dieses Video gefallen haben, dich weitergebracht hat, dann würde ich mich auch hier über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du Freunde und Bekannte hast, die das für sich nicht greifen können, das heißt, weder den Zugang zum Erkennen haben, noch darüber hinaus, dann könnte das für diese Menschen zumindest unterbewusst etwas sein, was sie in eine gewisse Richtung, in eine gewisse Frequenz bewegt, sodass du ihnen das gerne von mir teilen darfst. Solltest du diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, dann würde es mich sehr, sehr freuen, wenn du das einmal nachholst. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video oder jeden gestarteten Livestream von mir angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar.